Herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5 mit Trevor. Meine letzte Aufnahmesession liegt schon eine Weile zurück, deshalb weiß ich nicht mehr genau, was wir machen wollten, aber ich glaube, er hat noch Cash, ja, hat noch viel Cash, das heißt, wir könnten uns mal um die Aktien kümmern. Life Invader. Mhm. Null im Depot, genau. Dann würde ich sagen, hauen wir mal raus. Mittlerweile habe ich durch Ausprobieren auch zwischendurch mal festgestellt, dass wenn man da lang drauf drückt, dass man dann schneller Aktien kaufen kann. Das wusste ich erst nicht. In dieser Infofolge, wo ich da 20 Minuten dran rumgeklickert habe. Das tut mir aufrichtig leid, aber man kann ja nicht alles wissen. Und sag mal so, es war ein Teil von Learning by Doing und damit, ja, ist das jetzt in Ordnung. Mann, warum kann ich nicht auf eine einigermaßen gerade Zahl? Oh, so ein Mist. Also ein bisschen klickern müssen wir jetzt doch wieder. Nur, dass wir auf eine gerade Zahl kommen oder ich mache einfach 7000 Aktien. Oder 8000. Da hat er noch fast 20.000 auf dem Konto. Ach, was soll's. Wir holen uns ja eh wieder Geld. Bestätigen. Weiter. Also jetzt hat er 8.000 Aktien von Live und weiter. Das ist ja schon mal in Ordnung. So. Und das hat man schon. Das hat man schon. Das hier ist neu. Look who it is. Larry Hopper. Ja. Hallo mein Hübscher. Wenn meine Quellen richtig liegen, wurde diese Stütze der Gesellschaft mit ein paar Kumpanen in einer Scheune gesichtet. Er ist ein Meth-Dealer und bekannt für seine Gewalttätigkeit. Ihr beide solltet also hervorragend miteinander auskommen. Larry Tupper. Letzter bekannter Aufenthaltsort? Irgendwo im Wald. Mit einer komischen Straße? Okay. Wo auch immer sowas sein könnte. Ich muss mal draußen auf der Map gucken. Gut, hier oben haben wir noch gar nicht ausgekundschaftet. Das ist es nicht. Es sieht anders aus. Es ist zwar so eine Schleife, aber es ist so ein bisschen eine verkrüppelte Schleife. Die hier ist es auch nicht. Die hier nicht, die hier nicht. Also ich würde fast sagen, dass wir für eine andere Mission machen, weil wir müssten ja hier jetzt erst die Gegend auskundschaften, weil wir ja noch nicht ganz wissen, wo das ist. Chinesen. Das ist ja unser Flugplatz. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir hier zu den Chinesen fahren, um dort eine Mission weiterzumachen, weil, wie gesagt, wo jetzt dieser Aufenthaltsort da ist, wissen wir nicht genau und ja, ich habe jetzt da keinen Bock, wenn die Karte noch nicht ausgekundschaftet ist, da jetzt überall rumzufahren. Das müssen wir uns ja auch nicht antun. So. So, ich habe übrigens noch ein bisschen was am Setup geändert. Das soll heißen, an den Audioeinstellungen bzw. am Mischpult. Mal sehen, ob das sich bezahlt macht. Ja. Denn teilweise hat sich das ein bisschen komisch angehört. Ein bisschen übersteuert. Deshalb habe ich da jetzt mal noch ein bisschen was geändert. Mal sehen, wie es dann so performt. So, und wir müssen hier rein. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Quite in. Gentlemen,
I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Huh? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Okay. Begib dich zum Hof der Gebrüder O'Neill. This music's all fucking wrong! That's what I'm looking for! Okay, dann rasten wir mal aus, würde ich sagen. Mann, Trevor ist echt durch. Aber das ist cool. Auf jeden Fall einer der markantesten Charaktere hier. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Pude hochnehmen. Oh. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, fella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! They're dead, all of them, inbred hillbilly twats. Also gut. Das verspricht natürlich Action. Meine Fresse, ist das hier komisches Ding. Uah. Ist ja wirklich am Arsch der Welt. Begib dich zum Aussichtspunkt auf dem Hügel. Was machen wir dann? Snipern? Vielleicht schon ein bisschen schleichen? Ach, obwohl, ist noch weit weg. Okay. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Okay, dann gucken wir mal. Das Auto haben sie da übrigens, ja. Zerstöre das Meth-Labor der O'Neills. Holen wir uns mal eine Wumme. Aber nicht die Fässer da zerstören, die sind mir doch gleich auf die... Mist. Schalte reagierende Wachen aus. Gut, der Zug ist jetzt abgefahren. Ich bin hier ein bisschen unvorsichtig reingegangen. Zugegebenermaßen. Okay, das... Gut, ich war jetzt auch nicht wirklich bemüht, nochmal richtig in Deckung zu gehen, weil das hat mir jetzt irgendwie nicht gefallen. Oh,
many brothers you got, you Deshalb würde ich sagen, I don't know how I'm gonna do it, but kann ich hinter dem Baum? And I'll torch your cookhouse. Okay, nee, kann ich nicht. Dann gehen wir wenigstens ein bisschen in Deckung. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die hier. Das Problem ist, die hier erwischt man nur zusammen. Oder? Okay, die sind schon mal weg. Lass mal gucken. Die vier, die kriegt man höchstens auf einmal. Den da kriegt man vielleicht so, aber die latschen jetzt davor rum, was nicht gut ist. Da hinten ist keiner mehr, da unten sind die zwei Spinner. Die werden aber auch aufmerksam. Nein! Okay, jetzt müssen wir rennen. Versuch's doch. Nein! Mein Bildschirm geht aus. Scheiße. Komm, jetzt. Da lebt noch? Er lebt noch. Von wo? Von wo? Von wo? Himmel, Donner. Mann, die sind gute Jungs. Okay. Da müssen wir uns also eine andere Strategie überlegen. Ich würde sagen, mit dem... Wir fangen zumindest mal so an. Aber wir müssen uns dann deutlich schlauer anstellen. Vielleicht sollten wir auch schon uns woanders positionieren. Naja, okay, wir fangen jetzt erstmal mit dem Kameraden hier an. Die zwei stehen beieinander. Können wir die auf einen Schlag? So. Da ist sonst keiner, oder? Dann sind die jetzt auch mal weg. Oder der ist mal weg, so rum. So, und die drei stehen hier ziemlich nah zusammen. Ob wir die jetzt wegkriegen? Ja, gut. So, ich sollte jetzt mal nicht in das Steam-Overlay gehen, sondern auf diese nette Wumme. Dann mal gucken. Lass mal hier durchgehen. So, das ging jetzt doch recht gut. Wo sind die jetzt? Hä? Ach, das haben sie wahrscheinlich unten verschanzt. Oh ja, die sind in der Bude. Wenn ich hier jetzt reingehe, bin ich am Arsch, oder? Komm, komm, komm! Meine Fresse, sind die gut, verdammt! Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das ein Kackmist? Die sind dermaßen gut. Da muss ich mir eine andere Strategie überlegen. Ist vielleicht auch ein bisschen doof, durch den Vordereingang zu gehen.
Wobei die Frage ist, wo sollten wir sonst reingehen? Okay, wir könnten hier den hier schon mal erledigen. It's fucking Trevor fucking Phillips. You're all dead! It's happening! Get out of here! You wanna see competition in the marketplace? So, hier sind wir schon mal. You stay out there! We'll stay in here! Let's see if we can cut them down to size. Wo sind sie jetzt? Okay. Würde sagen, dann gehen wir mal rein. Get your own fucking business! You motherfucker! Look out! Fucking O'Neill's! Screw you! Fuck Trevor Phillips, man! Fuck him! Just don't look like a larger operation to me. Ya fucking weirdo! Get gone! Von wo? Ach, von da. Achso, ich würde ein bisschen Waffen aufnehmen. Beziehungsweise Munition. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir hier nicht drauf gehen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo ein Medi... Ah ja, Tatsache. Ausgezeichnet. Hey, warum geht er immer? So. Gut. Oh, shit! He's down here! Don't come any closer, alright? You win! You can have the contract! We ain't got the ambition, man! You... So, da werden wir in der guten Mavküche. Hier ist ein ziemlicher Dunst drin, oh Mann. So. Oh. Gas in a meth lab. Oh, you're gonna burn, you idiots. Von wo aus? Von hier. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Dann würde ich sagen, fackeln wir mal den ganzen Scheiß hier ab. Warum auch nicht? Na gut, sind ja eh fast alle tot. Aus dem Kanister kommt ganz schön viel raus, aber... Alles gut. So einen hätte ich auch mal gern. So. Where are you gone, fuckers? Ah. Schöne Morgenluft. Und diese noch vermischt mit ein bisschen Benzin. Ah, das gibt schön aus. So, können wir nie noch ein bisschen weiter. Dass ich das Spektakel gleich mal begutachten kann. Sagen wir mal so von hier aus oder so. Ist ja eh gleich leer. So. Nicht so rum. So rum. So, und jetzt würde ich sagen, stellen wir uns hier mal in die Kinoperspektive. Komm, so rum, so. Hallo, guck zu mir. So, und dann gucken wir uns mal das Spektakel an. Burn, you disrespectful pricks! Yeah. Es geht los. Ausgezeichnet. Schön.
wirklich schön. So, das war's also mit euch. Bin mal gespannt, was die Chinesen dazu sagen. Huch. Anders. Okay. Warum eigentlich entkomme? Kommt da jetzt noch jemand? Achtung. Bestanden. Drogenhölle. Kontrollpunkt. Okay, okay. Gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal zurück zu unserer Base. Oder wir machen Fremde und Freaks da drüben, das Fragezeichen. Das könnten wir eigentlich machen, allerdings sehe ich gerade auf der Uhr, dass wir das erst in der nächsten Folge machen. Bis dann. Hier bei GTA 5. Tschüss.